Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Kirby und das vergessene Land, ne? Ja, beim letzten Mal haben wir den Gorilla-Boss besiegt, den habe ich auch Oski noch ein paar Mal gemacht, um hier alle Challenges zu schaffen und ich habe mir hier bei dem Automaten da für die Sammlung hier richtig viel gegönnt. Nur die letzten 7, die wollen mir hier irgendwie nicht gegönnt werden. Aber das wird sich ja irgendwie offscreen noch erledigen. Auf jeden Fall, ab hier ist das jetzt ab sofort eine Aufnahme und kein Streaming mehr. Ich hoffe, damit kommt jeder zurecht. Let's go! Mit den Naturebenen haben wir letztes Mal aufgehört. Ich habe alle abgeschlossen. Also die letzten 5 Parts, die waren halt ein Stream. Ich habe das gut geteilt gekriegt. Hier nochmal der Beweis, dass ich auch wirklich alles gemacht habe. Also ja. Ich musste ihn ohne Schaden besiegen mit dem Schwert. Dann nochmal innerhalb von 2 Minuten. Also alles bipapo. Habe ich erledigt. Und jetzt ist die ewig blaue Kiste dran. Ab ins kühle Nass, sage ich da nur. Rette die versteckten Wallys. Ich hoffe, diesmal finde ich auch alle versteckten Missionen. Oh, lecker. Melone! Fischi! Fischi raus! Ah, wunderschön. Okay, ich weiß noch nicht, was die Geheimmission ist. Alle Kokosnüsse brechen? Eventuell? Ja, knacke 3 Klopfnüsse. Aua. Oh Gott, was ist das denn für ein Vieh? Oh, ich kann doch rutschen. Ich habe mich schon gefragt, wie ich rutsche, weil das ging bei Kirby-Spielen immer. Zeit für eine Mütze Schlaf. Aufwachen! Das ist so eine Prank-Fähigkeit. Wenn man das einsammelt, dann schläft man ein. Ich muss erkunden, Leute. Erstens, weil diese Geheimnisse wirklich überall sein können. Und zum anderen, weil man sehr, sehr, sehr leicht was übersehen kann. Okay, ich habe mich jetzt einmal gründlich umgeschaut. Flieg, Kirby, flieg! Ich glaube, im Schwimmen bin ich schneller. Und ich denke mal, das Vieh da ist Instakill. Komm her. Das Vieh schieße ich jetzt ab. Aua. Ich kann dich nicht essen, ne? Aua. Komm her, ich hab Hunger. Ich kann das Vieh nicht umbringen. Komm. Ja, geknackt. Ne, das Vieh juckt das nicht. Das Vieh ist unsterblich. Am besten nicht mit dem Vieh kuscheln. Und im Übrigen, mit den Serien habe ich mittlerweile die Vermutung, dass sie sich einfach auf die Gebiete beziehen. Also, dass es pro Gebiet eine Serie gibt, die man sammeln kann. Ist einfach nur für die 100%. Oh, da haben wir die Feuerfähigkeit. Bringt die mir hier überhaupt irgendwas? Ich bin am Meer. Obwohl, sie bringt mir mehr als das. Ich kann es im Wasser noch nutzen, also ich nehme die Feuerfähigkeit. Oh, Bonkers. Oh Gott, ein wilder Bonkers. Niemals. Ich mach ich platt. Aua. Bonkers hat mich getroffen.
Zeit, Bonker zu essen! Zeit für Hammer, Kirby! Ja, ich kann den Schlag aufladen. Pom, Feuerzorn! So, den Hammer hat man früher richtig auch bei dem Spiel gebraucht. Na du? Weil es gab auch so spezielle Schalter bei Kirby immer. Und die konnte man nur mit dem Hammer betätigen. Ich habe bisher noch keinen versteckten Waddle-Dee gefunden. Der Hammer ist auch einfach irre geil. So, da muss ich safe rein, also gehen wir erst nach da oben. Ich hab's gesehen. Ich lasse das Geld nicht liegen. Da, diese Schalter meinte ich. Da ist ein Waddle-Dee. Hoffentlich der erste. Okay, es war der erste. Gut, ich habe noch keinen verpennt. Mir gefällt auch die Musik von dem Spiel richtig gut, ne? Muss mal kurz gucken. Ja, ich hab's leise genug eingestellt, dass ihr mich hört. Hui, Baseball. Hui, Home Run. Oh. Warum ist das eine Nebenmission? Ich wollte die eigentlich nicht kaputt machen, aber ich war dazu gezwungen. Wenn die Nebenmission ist es, kein dieser Strudel zu landen. Es ist so wunderschön, ne? Na gut, wenn man sich gut anstellt, dann landet man da nicht drin. Zur Not kann ich einfach drüber fliegen. Gegen den Strom schwimmen. Und den dann einfach ins Gesicht boxen. Ich habe mich gesehen. Ich habe gesehen, dass man hier hoch kann. So, Knopf wurde gedrückt. Und da ist etwas versteckt. Hui! So, welches Geheimnis ist hier drin versteckt? Ein Waddle-Dee auf jeden Fall. Da ist der Waddle-Dee. Oh, ich habe noch eine bestimmte Zeit. Hau ab! Easy! Das war ja mega easy. So, weiter geht's. Die hauen mir erstmal auf die Nase. Ich wurde gegessen. Ich kann die selbst mit dem Hammer nicht beschädigen, ne? Die Dinger sind allmächtig. Ja, getroffen. Ich habe ihn beim Runterfallen getroffen. Das war mein Ziel. Die Dinger wollen mich aber auch essen, ne? Aufpassen, nicht in den Schuhen landen. Ich brauch den Hammer. Ich habe meine Soda gefunden. Ich hatte so die Hoffnung, dass man hier irgendwo drüber kann. Ah, da sind Stacheln. Hätte ich mir auch zur Not nehmen können. Ich guck mal kurz hinter die Wasserfälle, ne? Falls es geht. Sicher ist sicher. Home Run! Kann ich das Ding wieder zusammenfügen? Ich bin ein O. Hä?
Vollständige Hinschriftzug auf dem Dach. War klar, dass das eine Nebenmission ist. Das war obvious. Was ist das für eine komische Fähigkeit? Aua. Wie könnt ihr es wagen? Seid ihr auf dem Trockenen? Der beißt doch bestimmt in das Holz, oder? Nee. Der mag mich. Im Gegensatz zu den Schildkröten da unten. Hopp. Oh, ein Boot. Wartet. Ist das safe, noch was zu holen? Okay. Ich denke mal, dass man da unten da das aufspringen soll. Dort ist dann wahrscheinlich der letzte Waddle Dee. Hilfe? Okay, wie machen wir das jetzt ganz schlau? Oh, ich kann die Dinger doch umbringen. Und mich selber auch. Waddle, ich komme. Und dann bringe ich erstmal die Krokus hier um. Sie sind doch nicht allmächtig. Ich bin noch mächtiger. Ja, jetzt kann ich dich essen. Waren alle, oder? Nee, wir brauchen noch eine dieser komischen Nüsse. Aber ich habe hier bisher keine weitere gesehen. Okay, wir haben noch eine Suche vor uns. Da ist die Nuss. Okay, jetzt haben wir alles erledigt. Und diese Wirbelstürme waren egal. Regen-Kirby hat euch gerettet. Und wir sollten jetzt endlich genügend von denen haben, um da was freizuschalten, ne? Sollten doch jetzt mindestens 50 sein. Ja, aus der Serie 1 haben wir was bekommen. Nochmal aus Serie 1. Manche von denen habe ich 1000-mal. So, da sind die Betoninseln. Nächste Mission. Ich habe 9 Waddle Dees gerettet. Wir haben safe 50. So, da ist eine Herausforderung. Und da ist eine. Und wir können uns natürlich umsehen, weil hier ist bestimmt auch eine. Hier war Geld. Ich glaube, man kann nicht vorausgucken. Ja, ich wähle erstmal hier zum Waddle Dee Stadt zurück, ne? Zurück zur Waddle Dee Stadt. Und wir sollten doch jetzt 50 haben. Oder nicht? 50 Waddle Dees, da hinten ist was gebaut. Die 50 Waddle Dees, die du gerettet hast, haben den Waddle Dee Lieferservice wieder ins Leben gerufen. Ach, hier kann ich Geschenkcodes empfangen. Und da? Und da kann ich mir eine Auszeit gönnen. Die habe ich dringend nötig. Ab ins Bett. Brauche eine Mütze Schlaf. Warte mal. Feuerzorn? Ich hab's angezündet. Was kann ich da drin lesen? Ah, da kann man sich angucken, was für Spiele es früher gab. Super Kirby Clash habe ich tatsächlich gespielt. Genauso das Deluxe-Version. Ja,
Interessant, hier kann man nochmal sehen, welche Spiele es gab. So, und haben wir hier noch irgendwas freigeschaltet? Ja, den Hammer. Und Schlaf. Warum will ich Schlaf haben? Wisst ihr, was ich vermisse? Dass man nicht die Steuerung sehen kann von dem ganzen Zeug. Finde ich echt traurig. Weil früher konntest du so gucken, welche Techniken wie eingesetzt werden. Und jetzt kann ich einfach nur ein Plus drücken unter Pause-Menü. So, wir machen natürlich noch die beiden Herausforderungen, ne? Der Hammerschatz. Weil die dauern eh nicht lang. Hau die Pfosten. Ja, die kann man ja einfach so mit einem Sprungschlag holen, ne? Die Gegner sind egal. Oh, eine Rübe. Wie man die einfach ignorieren kann. Spring doch! Also ich habe die Gegner komplett ignoriert, ne? Ja, so gewissermaßen. Und bin durchgerannt, abgesehen von der einen Stelle, wo ich hängen geblieben bin. Und genau deswegen muss ich nochmal machen. Ich mache das ab sofort so, ich zeige die Mission, aber ich mache sie nicht onscreen nochmal. Ich mache das offscreen. Dass ich die abschließe. Aber ich zeige euch dann, dass ich die auch abgeschlossen habe. Also keine Sorge, den Hammerschatz, den mache ich nochmal offscreen. Die Dinger sind so obvious. Normalschatz. Oh, das muss ich normal schaffen. Ohne irgendeine Fähigkeit. Süßer Erfolg, wild und unverwundbar. Oh, nö. Die Dinger kann man nicht einsaugen. Die kann man nur kicken, weil genau das dann passiert. Die Dinger sind richtig fies. Ich brauche den Lolli. Ab geht's! Einfach durch! Ich war zu langsam, oder? 117 Millisekunden zu langsam. Yeah. Und der Schwertschatz. Also ich versuche übrigens auch immer mehr als ein Level zu schaffen in einer Folge, weil sonst dauert das Projekt hier ewig. Weg mit euch. Wirbelhieb. Tschüss. Ja, die brauchen ein bisschen länger. Wie soll ich denn den Grobian extrem schnell vernichten? Thank you.
Den kriege ich doch gar nicht so schnell kaputt. Den Rest ja, aber der Grobian, der braucht noch ein bisschen länger. So unfair. Naja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Spaß mit der heutigen Folge von Kirby und das Vergessene Land hattet. Beim nächsten Mal machen wir dann mit dem Hauptlevel weiter. Also dem hier. Wo ist das Hauptlevel? Da. Die Betoninseln. Und ich wünsche euch dann jetzt noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Tschüss.